Konnersreuth ist für mich liebenswert rau. Der Boden meiner Wurzeln. Und ist natürlich stark geprägt durch unsere Therese Neumann. Therese Neumann, die Resel, lebte 1898 bis 1962 in Konnersreuth. Bekannt machten sie die Stigmata an ihrem Körper. An Freitagen zeigten sich Wundmale wie bei Jesus am Kreuz. An manch Karfreitag zogen Tausende durch Resels Haus, um die blutende Frau zu sehen. Nach ihrem Tod kamen weite Gläubige aus der ganzen Welt. Wie geht Konnersreuth mit diesem Erbe um? So wie man in die Welt rauskommt oder ich irgendwo in Urlaub sich befindet und man sagt, ich bin von Konnersreuth, wird immer gleich im zweiten Satz die Resel von Konnersreuth. Also die typische Reaktion ist tatsächlich, Konnersreuth. Und dann sieht man den Leuten tatsächlich an, da war doch was, da ist was. Und dann nach kurzer Zeit kommt tatsächlich die Nachfrage, ist es das Konnersreuth? Oliver und Manuela Borkowski stammen aus Eichstätt. Aus beruflichen Gründen zog das Paar vor 20 Jahren nach Konnersreuth und kennt die Sicht von außen wie von innen. Wir haben da schon eine gewisse Bindung zum Glauben und deswegen war das für uns überhaupt kein Problem in dem Sinn. Eher schon positiv. Es ist aber nicht so, dass wir, das muss ich ganz ehrlich sagen, dass wir da jetzt irgendwie so bewegt waren und dass wir jetzt gesagt haben, hurra, wir kommen nach Konnersreuth, dass wir ihr nahe sind, überhaupt nicht. Sondern das ist mehr oder weniger parallel gelaufen. Wir sind aber schon in die Ortschaft reingekommen durch die Resel, in Anführungszeichen, weil ich dann gleich im 99 im August sind wir gekommen, im März war ich schon Obst- und Gartenbauverein Schriftführerin und da bin ich halt mit ganz vielen Leuten in Kontakt gekommen, dass man halt vielleicht so nicht gehabt hätte. Also das hat uns schon geholfen, dass wir diese vielleicht gefürchtete, diese Aversion überhaupt nicht gehabt haben, sondern wir haben das eher positiv neugierig aufgenommen. Das haben die Leute hier sehr wertgeschätzt. Die haben uns viel erzählt, weil sie gemerkt haben, die nehmen wir es in die richtige Richtung ein. Die haben uns auch viel Details erzählt, die man nicht so hört, weil wir vielleicht auch den Eindruck erweckt haben, dass uns das interessiert, dass wir da positiv neugierig sind. Das ist ja das, muss ich ganz ehrlich sagen, was mich eigentlich beeindruckt hat an der Ortschaft, dass die Leute hier schon sehr souverän eigentlich umgehen, weil viele haben es ja noch gekannt. Also wir haben mit Leuten gesprochen, die sind auch gut bekannt mit denen, die Resel direkt erlebt haben, teilweise aus dem Verwandtenkreis. Und die haben uns auch nicht versucht zu bekehren, in keiner Weise. Doch längst gibt es heute mehr Skeptiker, die Resel für eine Betrügerin oder Geisteskranke halten. Ich habe halt oft den Eindruck gehabt, dass die Gegner sich sehr weit ins Persönliche, ins Verletzende, ins Diskriminierende schon bald reingetraut haben. Das geht also die Leute, die Landschaft, die Ortschaft. Natürlich hat der Katholizismus auch sein Fett wegbekommen von den, ich sage es jetzt mal, Intellektuellen. Und das ist das, was ich nicht gut finde. Man kann diskutieren, ob es gut ist oder nicht, aber wenn man überlegt, dass gerade die Argumentation der Gegner ist sehr häufig verletzend, empfinde ich als verletzend. Wir haben vom Quer, das kennen wir aus dem Bayerischen Rundfunk, der Süß, der hat damals einen dermaßen linken Verriss von dieser ganzen Regelproblematik in seiner Sendung, da braucht den Bayerischen Rundfunk. Und wenn man als Konnersreuther sowas gewohnt ist, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man Fremden gegenüber zunächst einmal eine gewisse Vorsicht hat. Man wird sehr häufig belächelt, ja. Glauben Sie ja immer noch daran und dass die nichts gegessen hat und ist doch lächerlich und ja, das kann jeder beurteilen, wie er will. Und ich denke, wenn man weit weg ist von dem Ganzen, vielleicht auch keinen Glauben, überhaupt keinen christlichen Glauben hat, dann wird es schon schwierig, das zu glauben. Aber das muss ja niemand, das zwingt ja keinen. Es ist ja keiner in Konnersreuth, der sagt, so, jetzt komm mal her, jetzt prügeln wir dir das rein. Also das ist jedem seine freie Entscheidung. Im Ort selbst gibt es weniger Streit um die Person Resel. Aber beim Umgang mit ihrem Erbe ist Konnersreuth sich nicht einig. Ja, ich persönlich bin sicherlich einer, der die Resel verehrt. Und ich bin auch einer, der die authentischen Orte, die im Konnersreuth von der Resel sind, also zum Beispiel das Resel-Geburtshaus,
bin ich ein ganz großer Befürworter. Allerdings gibt es auch dann eben künstlich geschaffene Dinge, die ich verurteile. Zum Beispiel der Schafferhof. Der Schafferhof ist ein historischer Bauernhof mitten in Konnersreuth. Vor einigen Jahren hat die Gemeinde ihn gekauft, aufwendig saniert und zum Resel-Begegnungszentrum samt Museum umgebaut. Seit Sommer 2022 ist es täglich geöffnet. Also ich habe grundsätzlich den Eindruck gehabt, dass Konnersreuther vermeiden wollten, als wegen der Publicity irgendwelche Dinge zu machen. Also eher das Gegenteil. Also Tendenz lieber einmal nicht, bevor wir uns den Vorwurf dann einkaufen, schaut her, die sind auch hinterm Geld her. Und hier das Museum, das ist auch entsprechend kontrovers diskutiert worden. Zum Beispiel die Räumlichkeit hier restaurieren, das ist schon eine unglaubliche, ja, auch finanzielle Leistung. Ja, die muss man erst einmal schaffen als Marktgemeinde. Ich habe da durchaus Verständnis dafür, dass da Leute gesagt haben, schaut, die Buden, die bricht zusammen, was wollt ihr mit dem? Ich glaube, es war für den Reselgarten genauso, ja, das dass ist da immer die so einen gewesen, waren ja dafür und die anderen haben gesagt, also ein ganz normaler Vorgang, wie es halt in einer Kommune eben üblich ist, dass man halt das abwägt. Aber wie gesagt, aus meiner Sicht, der Eindruck war der, dass das nie mit der Zielsetzung, ja, jetzt kommt Geld in die Ortschaft. Glaube ich nicht. Absolut nicht. Gibt es im Ort wirklich nur Menschen, die an Resel glauben? Oder würde manch Konnersreuther nicht doch lieber in einem ganz normalen Oberpfälzer Dorf leben? Es ist schon kontrovers, wird diskutiert. Die einen, die dafür, die sagen, das ist, oder halt gar nichts dazu sagen, und die anderen, die halt dadurch, dass sie Kontakt hat mit der Resel und auch zum Beispiel durch den Reselgarten, durch die Aufsicht viele Leute kennenlernen, die Resel kannt haben und halt da Geschichten erzählen und da man halt immer mehr denkt, das muss stimmen, wenn man das so mitkriegt. Aber es gibt auch viele, die entweder gar nicht drüber reden oder auch sagen, das, wie sie sagen, das war damals Geldmacherei und eher negativ das sehen. Also ich kenne schon Bewohner, die ein großes Problem damit haben und die das auch als Lüge bezeichnen. Aber das sind sehr wenige, aber die haben ihre Meinung und das ist völlig in Ordnung. Absolut in Ordnung. Von zwei Lagern würde ich jetzt auf keinen Fall sprechen, weil man sich ja arrangieren muss damit, klar, das ist jetzt ein Faktum und damit hat man zu leben. Ich denke, Konnersreuth geht mit dem, wie Sie gesagt haben, Thema Therese Neumann sehr ganz normal um. Also wie gesagt, nicht, dass das dementsprechend so hoch aufgehängt wird, sondern es ist halt eine von uns gewesen, von Konnersreuth, und die soll ja in die Welt transportiert werden, was da passiert ist oder wie die Resel gewirkt hat, was sie im Leben gemacht hat. Und also eigentlich auch ganz normal über den Menschen berichten, der war in dieser Zeit gelebt hat. Und in diesem Zusammenhang haben wir auch dieses Info- und Begegnungszentrum erstellt. Das Museum soll das Leben der Resel darstellen. Auch diese Ausstellung war nicht unumstritten. Was erhofft sich der Ort? Hier gibt es Informationen über die Resel in einer sehr, sehr nüchtern, sachlichen Art. Wenn es durchgehen, da ist in keiner Weise versucht worden, da irgendwie so eine Art Sensation oder so eine Einzigartigkeit herzustellen, weil es ja mehrere stigmatisierte Persönlichkeiten gibt. Und das ist jetzt eine davon. Ich bin auch ziemlich sicher, dass durch das Museum und durch diese vielleicht größere Bekanntheit und auch durch den Seligsprechungsprozess. Dann kommen wir, wenn die Seligsprechungsprozess dann werden schon mehr Leute kommen und auch da wird es wieder sein, zwei Drittel Neugierige, Schaulustige, ui, da ist was, da fahren wir mal hin, und ein Drittel, die sich ernsthaft damit auseinandersetzen. Das, wenn man die Schlangen anschaut in die 50er Jahre, da hat man ja, da sagt ja die Resel selber, wenn ich da reinlasse, das spüre ich, hat sie ja immer gesagt, das ist jemand, der wirklich meine Hilfe braucht und der kommt bloß aus Neugier. Und das wird sich natürlich ein bisschen verstärken, aber ich glaube nicht, dass jetzt hier scharenweise so sensationslustige Menschen hier auftauchen. Da ist es doch zu speziell. Und wenn durch eine Seligsprechung dann die entsprechenden Gläubigen kommen, dann ist es ja gut. Dann unterstützt das den Glauben, dann verbreitet sich das wieder ein bisschen weiter. Und das ist dann einmal was Positives, was man über die Kirche, speziell die katholische Kirche, dann wieder hört. Das ist zu wünschen. Aber gleichzeitig muss ich sagen, ich bin
absolut sicher, dass hier kein Touristenrummel entstehen wird. Bin mir ziemlich sicher. Also ich denke, wenn der Seligsprechungsprozess abgeschlossen ist, wird sich da mit Sicherheit die ein oder andere Dinge in Konsold ergeben. Wie gesagt, aus dem Grund ist ja dieses Info- und Begegnungszentrum erstellt, dass sich dann einfach die Bürger mehr mit dieser Thematik befassen können, sich informieren können und dementsprechend auch im Ort, wir haben ja mehrere Bereiche wie Rieselgarten, Riesel, Wald- und Besinnungspfad oder das Geburtshaus oder ein Kreuzweg oder das Theresianum, also solche bestimmte Punkte dann auch im Zusammenhang mit der Therese Neumann dann zu besichtigen. Also man kann es nicht vergleichen jetzt aber mit Althöding oder mit, ich sage jetzt mit Mattel oder und. Aber ich sage immer wieder, es soll sich jeder nach Konnersold kommen, soll sich sein eigenes Bild schaffen. Kann bloß wieder darauf hinwirken, auf unser neu geschaffenes Infozentrum. Da war wirklich viel über die Therese Neumann leben, wirken. Einfach, wie war der Mensch Therese Neumann? Und da soll sich jeder sein eigenes Meinungsbild schaffen.